Du darfst das Intro machen. Warum ich? Wie ist danach? Warum ich? Ja, wir haben da so ein komisches Spiel da parat. Wir filmen das wieder so scheiße ab, so wie ihr das am liebsten habt. Auf jeden Fall. Wir spielen Aiko. Let's Speedrun Aiko, genauer gesagt. Richtig, denn wir wollen einen schnellen davon machen. Zu zweit. Ja. Dafür nehmen wir einen durchgespielten Spielstand, damit wir es auch zu zweit spielen können. Das macht Sinn. Ja. Nee. Das macht ja glatt mal Sinn. Es liegt nämlich daran, dass man das Spiel nur zu zweit spielen kann, wenn man es einmal durchgespielt hat. Weil sonst wäre es zu einfach. Richtig. Und unser Ziel ist es, dieses Spiel in 2 Stunden durchzukommen. In weniger als 2 Stunden. In weniger als 2 Stunden. Deswegen auch zu zweit spielen, weil das ist leichter. Und deswegen skippen wir auch alle Zwischensequenzen. Also, wenn ihr die ganze Story erfahren wollt und so... Schaut euch dann eigentlich das Let's Play an. Spielt das Spiel. Auch gut. Und wie ihr gesehen habt, für mein erstes Durchspielen habe ich 5 Stunden gebraucht. Hau rein, Mensch. Skip. Das kann. Why not? Ich kann auch schon die Kamera bewegen. Skip that shit. Okay. Also, mein Bruder kann noch nichts tun. Ich bin momentan nur der Co-Pilot hier. Er kann noch nichts tun. Sei ruhig. Ich habe das Spiel einmal durchgespielt. Nur einmal. Das heißt, es könnte sein, dass ich manchmal falsch mache. Darum wollte das ein ziemlich knapper Speedrun. Jo. Aber theoretisch sollte es möglich sein, weil beim ersten Durchspielen habe ich eine halbe Stunde lang gar nichts getan, weil ich da gegessen habe und dann vielleicht nochmal 50 Minuten, weil ich da in der Konferenz war. Also es sollte durchaus möglich sein. Na, wenn du so weitermachst, dann wird das nichts. Dankeschön für die aufmunternden Worte. Ja, ich versuche mal das Bild zu fokussieren. Versuchst du das? Jo. Kannst du das nur sagen? Nee, Jungs, ihr müsst mit Metal Gear Solid 3 O-Vision leben. Heißt? Ja, oben ist ein kleiner schwarzer Balken und unten ist ein riesiger schwarzer Balken. Achso, okay. Wir hauen da unten aber keine Untertitel rein. Also, die Cutscenes Metal Gear Solid 3 sind auch immer so schön cineastisch, dass sie den Bildschirm ein bisschen nach oben geschoben haben, im Breitbild. Apropos Metal Gear Solid 3, wir spielen hier Aiko und zwar die PS3-Version. Boah, echt ey? Ja, echt ey. Deswegen ist der Controller hier kabellos. Das erklärt natürlich einiges. Hat so komische Schultertasten hier. Ja, die sind komisch reingehen, ne? Ups, sind die vielen Dinger. Wo man hier so reinzoomen kann. Er kann noch nichts tun. Teufelszeug. Das erklärt auch, warum das Ding so komisch rot leuchtet hier. Da steht gleich 2. Und warum der Analogschalter durch so einen komischen kreisrunden PlayStation-Knopf ersetzt wurde. Also, plötzlich ergibt alles Sinn. Ja. Aber das Spiel sieht auch nicht mehr so scheiße aus wie damals. Na, Spaß. Also es sieht immer noch ziemlich schlecht aus. Es ist die Classics HD-Variante zusammen mit Shadow of the Colossus, was wir nicht spielen werden. Warum denn nicht? Nur weil es nicht zu zweit geht? Ja. Nur weil es nicht zu zweit geht. Ja. Gutes Argument. Ich könnte ja Aggro steuern. Du wärst extrem langsam im Vergleich. Jo. Beachte mich! Nein! Was war das gerade? Ich weiß es nicht. Warum spinnt die Kamera? Drückst du vielleicht auf eine der Schultertasten? Ich muss auf eine der Schultertasten drücken. R1 ist festhalten. Nee, bei mir ist R1 Zoom auf die Olle. R1 ist festhalten. Also, Cutscene Skip. Wisst ihr was? Wir sind das Ganze jetzt hochgelaufen. Wir müssen das Ganze wieder runterlaufen. Das prägt wahrscheinlich das gesamte Spiel. Also wir müssen latschen. Ich halt mal R1 gedrückt. Ich zoome auf dich, glaube ich. Ja! The Frick! Aber normalerweise ist R1... Oh, ich glaube, ich habe das gerade nicht schnell aufgelaufen. Boah! Typ! Ach komm, die Spiele sind sich ähnlich. Stimmt, R1 ist auf dich zoomen. Nein. Ah ja, R1 ist rufen, ganz vergessen. Nein, nur weil dieses komische Auswahlbildmenü-Dingsbums von Aiko Shadow of the Colossus HD irgendwo mittendrin so ein Last Guardian-Atmung wahrscheinlich mittendrin hat. Heißt das nicht, dass die beiden Spiele irgendwas miteinander zu tun haben, nö? Ja, so eine Theorie, die ich aufgestellt habe. Ja, ja.
Das hätten wir euch zeigen können, uns war nicht danach. Also es gibt so ein Auswahl, wenn man die CD einlegt, dann gibt es so ein Auswahlbild zwischen Ico und Shadow of the Colossus. Das Ganze ist ein Artwork und er wird von einem Ende des Artworks zum anderen rübergeschoben. Also auf dem linken Ende ist Ico und auf dem rechten Ende ist Shadow of the Colossus. Meine Vermutung ist, irgendwo in der Mitte ist The Last Guardian versteckt. Und das verbindet dann alles. Jo. Irgendwie. Wenn es dann mal erscheint. Also sich am Ende trifft man dann Wanda oder so. Dann tötet man Wandas Freundin und daraufhin reist er dann los, um die Kolosse zu erschlagen. Also. Hey, da bin ich! Hey, siehst du mich? Hey, hey! Jokes on you, you can actually can't do anything yet. Ich kann sowieso noch nichts tun, weil mir noch nicht eingestellt ist. Ich weiß, deswegen. Das meine ich damit. Oh. Ich bin ein Arschloch. Egal, Optionen! Denn Spieler 2. Wir sind zu zweit! Aber du kommst erstmal mit mir. Ich kann ihn nämlich immer auf die Kontrolle entziehen. Es geht. Kant. Magic. Magic. Ah, ja. Klettern darfst du selbst. Danke. Interessant übrigens. Ich komm ja schon. Er kann fast ziemlich alles selbst machen. Das ist echt praktisch. Da sind wir. Hey, ein Sofa. Speichern? Nee. Meinst du, wir überleben das? Hoffentlich. Komm her. Einfach, weil ich weiß, was passiert. Wir will nie runterfallen. Das wird doch... Jetzt darfst du wieder selbst. Also runterfallen. Da unten war aber was. Shiny. Ich bin irgendwie langsamer Knast, ey. Heil dich! Ich komme erst vor! Schlampe! Alte Frau, es gehört dir zu! Keine alte Frau. Weißt du, wie lange ich in diesem verdammten Käfig gesessen habe? Ha! Ja. Noch eine der praktischen Sachen eines zweiten Spielers jetzt ist... Ich kann ausweichen! Richtig, er kann weglaufen! Er ist intelligent! Kann ich das wirklich? Ich sehe gar nichts. Wo bin ich? Unwichtig, ich mache hier gerade Gegner platt. Da bist du. Du bist runtergefallen. Da war ich ja wenigstens sicher. Kommst du her? Ja, Kamera, Hilfe. Ich sehe nichts. Ja, egal. Wo bin ich? Alter, oh, ist doch nicht so. Hier sind wir falsch. Ja, schön. Toller Speedrunner bist du. Das sind 10 Minuten, hast du schon verschwendet. Okay, es sind nur 8 Minuten, aber ey, was verschwendet so? Soll ich oben bleiben? Nee, egal wo du bleibst. Ey, du weißt, wo es lang geht. Ja, aber oben bleiben ist okay. Dürfen wir jetzt da durch? Nee, das ist eine Treppe. So. Ah! Kommst du? Ja. Ich bin zu langsam. Ich weiß! Ich bin nur zum Ausweichen da. Weiß doch nicht so. Dann denk doch einfach mal mit. Ich kann nicht. It does not compute. Computer sagt nein. Computer hat ja zu sagen. Du läufst mal kurz hier oben. Warum? Aber bring mir was zu essen mit. Ich hab Hunger. Nicht die Kette lieb haben. Okay, hier kann ich die Tür nicht aufmachen. Jetzt bin ich hier gefangen, oder wie? Für eine Weile. Oh, fuck. Naja, du hast mich ja vorgewarnt. Ja, ich hab... Ja, wir wollen... Das dauert so 2 Stunden. So... Also wir hoffen, dass es 2 Stunden dauern wird. Ja, wenn nicht, krieg ich die Trophäe nicht. Wär scheiße. Ja, Tür auf. Hey! Ich renne! Hätte ich nicht einfach drüber springen können? Stimmt. Gott, bin ich doof! Rette mich. Du bist dahin, kannst dich selbst retten. Ah, oh shit. Hilfe! Beschütze mich. Aua.
Ich habe während des mal kurz die Kamera zu dir geschwenkt. Danke. Ich glaube, ich soll ja nicht zwischen schwarzen Strudel latschen. Ne? Irgendwie eine doofe Idee. Ist nicht ganz so schlimm. Solange sie dich nicht fangen, kannst du da nicht reingehen. Ja, aber wenn sie mich dann dort fangen, dann haben sie mich ruckzuck drin. Scheiße. Oh Mann, ich vermisse jetzt schon die späteren Waffen. Ist ja scheiße. Haben wir's? Ja. Nee, doch nicht. Ich renne! Schön für dich! Kann ich eigentlich hochklettern? Anscheinend nicht. Okay, das muss das gewesen sein. Und nun? Ich muss in die Kiste runterholen. Der schwarze Rauch hat sich jetzt gelöst. Da, Kiste. Was passiert, wenn ich mich unter die Kiste stelle? Du wirst weggeschubst. Ja, langweilig. Komm her. Komm her, Schlampe. Ist zu langsam. You're too slow. Sorry, I'm not Sonic the Hedgehog. So. Wir sind jetzt voraussichtlich 5% durch das Spiel. Sehen wir das? Keine Ahnung. Einfach nur Zahlen. Weiß auch. 88,2% aller Statistiken werden einfach so spontan ausgedacht. More enemies. No cutscene skippage. Komm her. Ich komme schon, wo wir sind. Ja, okay. Hilfe. Warte mal. Hilfe. Hilfe. Hab ich gefangen. Bin ich blind. Ich habe nur irgendwie gehofft, ich könnte das vielleicht machen, ohne diesen Kampf mal zu machen. Weil für einen Speedrun wäre es ganz praktisch, ein paar Kämpfe auszuweichen, weil... Ja, ich versuche ja zu rennen, aber der hat mich gerade so... Es gibt wenig Kämpfe, die wirklich gezwungen sind. Ach da. Da hatte ich gerne. Renn hoch. Wenn ich so stehen sollte, was soll's, ich versuche auszuweichen. Gib mir aber Perspektive. Hier oben gar nichts. Das ist was wert. Ja, danke. Versuchen wir einfach mal weiter zu rennen. Müssen wir runter. Komm. Nicht hochgucken. Hättest du mich auffangen sollen, oder? Die musst du auch runterklettern. Komm her. So, wo lang? Ich find's schön, du nichts machen zu müssen. Da müssen wir rauf. Oh shit. Damn, son. Okay. Lass mich vielleicht zuerst. Ah! Scheiße! Komm wieder rauf. Komm. Lady, space. Obscure reference! Was heißt hier obscure? Well, it is an obscure reference. Ja. Und wenn wir den Kontext verraten, ist es ein Spoiler. Ja. Anyway, ladies, it's long. Genau, kletter hoch, sehr schön. Und hier können wir dann gleich erstmal pausieren. Richtig. So, hast du den Film eigentlich heute Abend gesehen? Im Kino und so. Boink. So, nächstes Mal. Was kommt nächstes Mal an? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Wir lassen uns überraschen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.